Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich will gar nicht so viel zu dir erzählen und du kannst gleich einfach dich selber ein bisschen vorstellen. Das Thema, über das wir heute sprechen, ist Akutmedizin, Regenerationsmedizin und wie wir eigentlich aus beiden Welten möglichst das Beste nehmen können und vielleicht daraus Synergien schaffen können für bestimmte Beschwerdebilder, Indikationen, was auch immer die Menschen gerade mit sich bringen und wo sie Hilfe brauchen. Und Timo ist da ein hervorragender Ansprechpartner für. Und ja, stell dich einfach mal kurz vor, erzähl mal ein bisschen, wie so dein Lebenslauf ist, wo du gerade drin steckst, was deine Projekte sind. Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich bin Timo Osterhaus, Mediziner. Es ist immer so ein bisschen schwierig, sich vorzustellen, habe ich das Gefühl, wenn man so, weiß nicht, fünf, sechs Baustellen hat, die man gleichzeitig macht. Ich bin gerade am Ende des PJs. Das heißt, in 6 Wochen sitzen wir dann irgendwann hoffentlich nochmal hier und sagen, ich bin Arzt. Momentan müssen wir immer noch sagen, ich bin Mediziner. Ich bin Coach. Ich habe bestimmt seit 6 oder seit 7 Jahren coache ich im Fitnessbereich, im Ernährungsbereich, aber könnte eigentlich so fast sagen, in diesem All-Over-Gesundheitsbereich mittlerweile schon. Ich habe funktionelle Medizin gemacht hier in Deutschland, zum Teil in Amerika, aber zwar nur zwei, drei Teile, aber hier in Deutschland ist es ja mittlerweile auch ziemlich gut. Und ja, ich würde sagen, ich habe das im Podcast auch schon mal versucht, so ein bisschen anzureißen, sich so in der Kürze der Würze vorzustellen. Das ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich. Aber ja, ich würde schon sagen, ich versuche so irgendwie so ein bisschen diesen Gral der Gesundheit zu verstehen, könnte man sagen, und das verständlich irgendwie an die Leute weiterzugeben. Ja, sehr gut. So habe ich dich ja auch kennengelernt, dass du da sehr umtriebig bist und ja auch so einer von den Menschen, wo ich sage, du hast auch 48 Stunden an einem Tag. So Was hört sich das manchmal an, wo sich ja. das manchmal so anhört. Was war denn so der Grund für dich, dich noch tiefer mit dem Thema Medizin auseinanderzusetzen? Also so, dass du auch gesagt hast, okay, ich werde jetzt auch Medizin studieren, weil man kann ja auch, sagen wir mal, anders daran gehen an das Thema Gesundheit und braucht sich jetzt nicht zwingend mit dem medizinischen Bereich auseinandersetzen. Und da waren ja jetzt auch viele Sachen in deinem Studium, wo wir schon drüber gesprochen haben im Vorfeld, die du jetzt vielleicht nicht wahnsinnig interessant für dich für dein ganzes Leben findest, aber trotzdem halt lehrreich waren. Was war denn so der Grund oder so die Einstiegsfrage, die du dir gestellt hast, warum es dann zum Medizinstudium gekommen ist? Also ich glaube, zuerst kam dieses, ich will Medizin studieren und dieses Gesundheits, oder der Gedanke für Gesundheit, das kam erst danach. Ja, ich war in der Schule, war ich gut in Naturwissenschaften. Ich fand Chemie und Bio super in Mathe. Und da war für mich irgendwie klar, entweder ich studiere Medizin, Chemie. Ich war irgendwie immer so ziemlich kommunikativ, muss man sagen. Und irgendwie, mich hat vor ein paar Tagen immer gefragt, ob ich irgendwie so der Lehrerliebling war. Ich glaube, ich war immer so ein bisschen der Klassenclown eher, muss man sagen. Aber ich habe einfach unglaublich gerne mit Menschen gearbeitet und da war es natürlich schwierig, irgendwie so Chemie, ja, dann die ganze Zeit im Labor oder irgendwie sowas. Und ich habe dann im Rettungsdienst angefangen zu arbeiten und habe einfach gemerkt, wow, das ist total mein Ding. Auch so dieses schnelle Entscheiden innerhalb von einer Notfallsituation, gar nicht lange nachdenken, sondern so die Basics drauf zu haben. Und dann war eigentlich recht schnell klar, ich studiere Medizin und habe dann auch direkt angefangen eigentlich. Ja. Hat sich dann das Coaching-Business, hast du schon vorher quasi dich für Fitness und alles, was da drumherum, körperliche Leistungsfähigkeit interessiert oder kam das dann parallel? Und wann kam so dann die Frage, das, was die Akutmedizin kann, ist ja sehr gut und da gibt es ja viele Sachen, die man daran wertschätzt. Und du die auch gesagt hast, wenn in Notfallsituationen, dass man halt schnell handeln kann und auch klare Entscheidungen möglich sind, weil einfach die Protokolle sehr gut sind. Und wann kam aber dann so die Frage, okay, aber das kann ja auch nicht alles sein, weil es gibt viele Krankheiten, die wir einfach, wo wir keine Idee für haben, wie wir das angehen wollen. Ich glaube, so dieser, also ich habe mich nicht viel mit dem Thema Fitness oder Gesundheit vor dem Studium beschäftigt. Ich war 2001, ich habe ganz viel Badminton gespielt, ich war mal Badminton-Nordrhein-Westfalen-Meister, ich habe viel Taekwondo gemacht, also ich habe selber viel Sport gemacht. Aber das hat während des Studiums so in den ersten 2 Jahren einfach aufgehört, weil es nicht anders ging, muss man auch ehrlich dazu sagen. Ich konnte nicht dieses Pensum an Sport fahren, schlafen, und dieses Pensum vom Lernen her irgendwie hinkriegen. Und deswegen hat das die ersten 2 Jahre einfach aufgehört. Und ich bin dann aus eigener, oder sagen wir mal so, aus eigenem Grund, weil ich habe einen Knorpelschaden hinter der Kniescheibe, sehr, sehr schlimm, und bin dann bei Ärzten gewesen, nachdem ich das Physikum gemacht habe. Ich habe ein halbes Jahr Pause gehabt danach und wollte diese Knieproblematik in den Griff kriegen. Und ich war bei drei verschiedenen Orthopäden und die wollten mich alle operieren, was ich aber nicht wollte. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, du hast jetzt ein halbes Jahr Zeit, beschäftige dich mal selber mit der Thematik. Ich hatte wirklich enorme Probleme, Schmerzen im Knie und alles. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mich mit dieser, ich nenne es jetzt mal ganz salopp, Fitness-Thematik selber zu beschäftigen. Und ich würde mal sagen, so nach einem knappen Jahr
mit verschiedenen Fortbildungen, Ausbildungen und Co. hat alleine das schon so diesen Grundgedanken auf die, ich sage jetzt mal, normale Schulmedizin enorm geändert. Auch wenn ich dann natürlich jetzt noch nicht so diesen wirklich typischen Einblick in die richtige Schulmedizin hatte, sondern so, ich meine, die ersten 2 Jahre, so, da hat man die ganzen naturwissenschaftlichen Sachen. Aber gerade dieser Gedanke oder dieses Verständnis für Bewegung, was dann durch diese Fitnessausbildung und Co. und durch das selber Fitness machen kam, das hat mir dann so am Anfang ein bisschen in der Schulmedizin irgendwie gefehlt. Und man muss sagen, ich bin mittlerweile komplett schmerzfrei, also ich habe gar keine Probleme. Ich bin auch nicht operiert worden, ne? Und ich glaube, das war so der Startschuss. Eigenes Problem, versuchen das Problem zu lösen, es in den Griff zu kriegen und dann merken, ah, okay, es geht also irgendwie doch auch anders. Ja, was, wenn wir jetzt, bevor wir da gleich nochmal näher drauf eingehen, was sind denn so die Dinge, die du in der Akutmedizin halt sehr wertschätzt? Also was sind so die Sachen, wo du sagst, boah, mega geil, auch in Deutschland, das sind so Sachen, Schulmedizin, da ist die ganz weit vorne und da brauchen wir uns gar keine Gedanken machen und können einfach nur sehr dankbar sein, dass es in Deutschland so ist, wie es ist. Also grundlegend, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass jetzt hier niemand das Gefühl bekommt, dass wir Schulmedizin irgendwie schlecht machen wollen, ne, um Gottes Willen. Das ist natürlich eine sehr große Basis für all das, auch wenn wir über das Thema Gesundheit sprechen, kommt natürlich sehr viel aus diesem medizinischen Bereich, auch an sei es jetzt Verständnissachen. Man kann aber natürlich auch in diesem Gesundheitskonstrukt sehr viele Sachen aus der Schulmedizin anwenden. Ich habe es gerade eben schon gesagt, Notfallmedizin, ne, das habe ich ja direkt am Anfang gemerkt, dass das eine Riesenrolle spielt, wo du natürlich schlecht sagen kannst, ernähr dich gesund, dann fällst du nicht von der Brücke und brichst dir nicht das Rückgrat oder irgendwie sowas. Und was natürlich auch ein enormer Faktor ist, ist gerade so diese, ich sag's jetzt, obwohl ich es eigentlich nie sagen will, aber es sind diese operativen Sachen. Ich glaube, wir operieren viel zu schnell, aber die Möglichkeit zu haben, es zu tun, wenn es in einer Situation wirklich indiziert ist, sagen wir, du brichst dir jetzt irgendwie den Oberschenkelknochen oder den Oberarmknochen oder was auch immer, sich dahinzusetzen und zu sagen, so, ja, wir gucken mal, wie das so in 6 Monaten ist, vielleicht verhält das einfach so, das ist natürlich schwierig. Und da, finde ich, sind diese schulmedizinischen Ansätze natürlich schon sehr wichtig und auch, also die will ich auch nicht missen, um Gottes Willen. Und ein weiterer Bereich ist so dieser, sagen wir es mal so, dieser onkologische, hämato-onkologische Bereich, also alles, was so mit dem Thema Krebs und Tumoren zu tun hat. Da sind wir natürlich noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Also da kann man natürlich sehr viel funktionell-medizinisch oder gesundheitsmäßig auch unterstützen. Aber man muss natürlich auch sagen, an einem gewissen Punkt ist der Zug natürlich so ein bisschen abgefahren. Unterstützen, tätig werden kann man da natürlich durchaus. Aber dann zu sagen, hey, ich komme jetzt mit Gesundheitsmethodik A oder B an, damit meine Probleme aufhören oder weg sind, ist dann natürlich auch schwierig. Ja, und dann vielleicht noch der Bereich, alles was so mit Antibiotika, Entwicklung von Infektionen, Kindersterblichkeit und sowas, das haben wir ja auch alles jetzt seit 100 Jahren mehr als gut im Bild. Neugeborenen-Screening, genau. Sowas, ne? Ja. Das sind natürlich alles Sachen, die gerade Kindersterblichkeit und sowas und auch alles, was in dieser pädiatrischen Richtung eine Rolle spielt, das ist natürlich auch eine super geniale Sache. Ja. Wenn du jetzt die Dinge nimmst, das sind ja, wie du schon sagst, sehr wertvolle Dinge. Was waren denn so die Punkte, an denen du an Grenzen gestoßen bist? Also jetzt sagen wir auch im Medizinstudium, wo du gesagt hast, okay, das kann nicht ausreichen oder da fehlt einfach ein Teil, da werden nicht die richtigen Fragen gestellt. Was sind da so die Sachen, wo du quasi auch mal vor eine Wand gelaufen bist und gesagt hast, ja, aber irgendwie kann das ja nicht alles sein. Ja, das ist schwierig, das jetzt in einer Stunde zusammenzufassen, ja. Muss man ehrlich und offen sagen. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal ein Fachbuch der inneren Medizin in der Hand hatte, egal bei welcher Erkrankung, steht bei fast jeder Erkrankung, dass die Ursachen nicht zu 100% erforscht sind und dass wir eigentlich gar nicht so richtig genau wissen, woher die Erkrankung kommt. Das ist so Punkt 1. Und bei fast jeder Erkrankung steht als Therapieoption Nummer 1 Lifestyle-Optimierung. Da steht aber nur Lifestyle-Optimierung. Das heißt, du weißt, wenn das irgendwo in der Klausurfrage vorkommt, da wird dann stehen, was ist richtig? Lifestyle-Optimierung. Du weißt aber nicht, was ist denn Lifestyle-Optimierung? Ja? Und das waren so gerade Sachen, wo ich gedacht habe, so, ja gut, das ist jetzt ein Wort, das ist irgendwie überall richtig. Also scheint es da ja doch irgendwie mehr zu geben. Und natürlich, deswegen habe ich jetzt innere Medizin angesprochen, weil natürlich so diese ganzen Drüsen, Hormone und Co., das ist natürlich, wird ja beeinflusst von allem, was wir essen, was wir zu uns nehmen, ob wir uns bewegen, ob wir uns nicht bewegen.
Das heißt, so gerade dieser Fachbereich der inneren Medizin, der natürlich, ich weiß jetzt nicht in wie viele Bereiche, aber der ist bestimmt noch unterteilt in 7, 8, 9, 10 weitere, sei es jetzt nach den verschiedenen Organsystemen zum Beispiel. Aber das ist definitiv ein Bereich, wo ich immer wieder das Gefühl hatte und wo wir ja mittlerweile auch wissen, muss man offen und ehrlich sagen, was aber ja so in diesem Studiumsalltag, nennen wir es jetzt mal, noch nicht angekommen ist, wie das Thema Omega-3 zum Beispiel. Ich stand mal in der Kardiologie-Klausur, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ich habe in Essen studiert und da war, ich weiß nicht mehr genau, wie die Frage war, auf jeden Fall wollte diese Frage darauf abzielen, was letzten Endes das Herzinfarktrisiko auf die nächsten 10 Jahre am meisten senkt. Und der Dozent wollte laut seiner Vorlesung auf fettarme Ernährung hinaus. Ich bin dann danach zu ihm nach vorne gegangen und meinte so, ja, wir wissen ja mittlerweile hier und so, Omega-3 und so. Ich meinte, ja, nee, fettarm. Und da meinte ich, ja, er konnte mir dann, lange Rede, kurzer Sinn, aber auch nicht erklären, was fettarm ist. Ich habe dann versucht, irgendwie eine Zahl aus ihm rauszukitzeln. Er wusste aber nicht, ob 300 Gramm fettarm ist, ob 50 Gramm fettarm ist. Und das war so, wenn ich versuche, die Dinge zu verstehen, dann finde ich, ist es sehr einfach zu sagen, man macht einfach Medikament A oder B, dann ist der Bluthochdruck weg. Weil, sind wir ehrlich, der Bluthochdruck ist dann ja nicht weg. Wenn ich das Medikament absetze oder ich vergesse es zu nehmen für 2 Wochen, dann ist der Bluthochdruck ja wieder da. Und das ist ja, weiß ich nicht, das ist nicht so der Ansatz, den ich verfolgen würde oder so mein Wunschgedanke, wenn es um diese Medizin oder diese moderne Medizin, es gibt ja keinen so einen richtigen Begriff dafür, ihr nennt das ja Regenerationsmedizin, wäre mein Wunsch eigentlich, dass man sich mehr mit den Dingen beschäftigt, bevor sie auftreten. Das heißt, ich versuche mal zu sagen, ich wäre gerne ein Arzt, zu dem die Menschen gehen, um gesund zu bleiben. Nicht ein Arzt, zu dem die Menschen gehen, um wieder gesund zu werden, was sie die meisten Leute nicht werden, sondern die Dinge werden ja unterdrückt oder kaschiert oder irgendwas in der Richtung. Ja. Hm? Was sind so, wenn du jetzt so ein paar Begriffe oder ein paar Kategorien bilden müsstest, was sind denn aus deiner Sicht die größten Limitierungen, die die Akutmedizin hat, um solche Sachen wie chronische Erkrankungen, wie du jetzt gerade Blutdruck, Bluthochdruck angesprochen hast, um die quasi ja, effektiv auch behandeln zu können, beziehungsweise vielleicht auch einfach auch so präventiv dazustehen, dass man es einfach nicht mehr so oft behandeln muss? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das sind mehrere Dinge. Also und das ist, glaube ich, einer der größten Dinge, warum ich so ein Problem habe, in einem Krankenhaus zu arbeiten, weil du hast so ein festgesetztes System, was ja auch funktioniert. Und ich will ja nicht sagen, das ist schlecht oder das ist nicht gut. Es ist ausbauwürdig, ja, sagen wir es mal so, oder ausbaufähig. Aber ich denke, das ist so ein bisschen wie so ein Verblendungseffekt. Man muss das ja ehrlich sagen, ich war jetzt 1 Jahr im Krankenhaus. Wenn man im Krankenhaus ist und man rennt da in seinen blauen Klamotten mit dem weißen Kittel rum, muss man sagen, fühlt sich das irgendwo auch gut an. Ja? Und ich glaube, du hast zwei Optionen, wenn du in einem Krankenhaus arbeitest. Entweder du gibst dich mit diesem System zufrieden oder du musst gehen. Aber so eine Variante dazwischen ist, finde ich, weiß ich nicht, habe ich noch nicht entdeckt oder ich habe noch niemanden entdeckt, der die gut fahren kann. Das ist, denke ich, so mit das Größte. Es gibt ein bestehendes System, was ja funktioniert. Und ich weiß nicht, das hört sich jetzt sehr hart an, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt gewollt ist, dass das so geändert wird. Verstehst du, was ich meine? Ja. Weil entstehen dadurch natürlich wieder andere Probleme, die an und für sich gut sind, aber die für das System vielleicht ja nicht gut sind. Das heißt, erstmal das gesamte Studiensystem oder das Unisystem müsste theoretisch ein anderes sein. Ja? Vor 1,5 oder vor 2 Jahren war es so, dass das Unisystem dahingehend geändert wurde, dass die Leute nicht mehr über Wartezeit ins Medizinstudium reinkommen. Früher konntest du, wenn du extrem schlecht in der Schule warst, konntest du einfach sagen, so, ja, ist egal, ich muss jetzt nicht studieren, ich warte einfach 10 Jahre und dann studiere ich. Das geht jetzt nicht mehr. Das heißt, irgendwann in ein paar Jahren, wenn so die erste Kohorte der Leute, die nach diesem neuen System studieren, werden dann auf die Menschheit losgelassen, kommen dann ins Krankenhaus. Und ich denke schon, dass wir merken werden, dass das ein anderer Schlag von Menschen ist, weil eben nicht mehr die Leute, die alles dafür tun, Medizin zu studieren, können Medizin studieren, sondern nur die in der Schule halt gut waren. Ja? Was natürlich das ganze System in eine ganz andere Richtung bringen kann, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Ne? Das ist nur so eine Voraussicht. Aber ich glaube, dass das gar nicht unbedingt gewollt ist, dass dieses System sich in diese positivere, gesundheitsorientierte Richtung dreht. Ich denke schon, dass das passieren muss irgendwann,
Und man sieht ja jetzt mittlerweile einfach dieser, dass der Anteil an chronischen Erkrankungen wie, sei es jetzt, du kannst ja theoretisch selbst entzündliche Sachen nehmen, so wie Hashimoto, also Schilddrüsenerkrankungen zum Beispiel, ja, wird ja immer mehr. Auch Bluthochdruck wird immer mehr, Übergewicht wird immer mehr. Ja. Das sind einfach Dinge, die in der Schulmedizin zwar behandelt werden können, aber man hat nicht so diesen Pack an, um dafür zu sorgen, dass die Probleme nicht häufiger auftreten. Ja. Ja. Weil ich glaube, dass einfach dieses, schau dir ja Allgemeinmediziner zum Beispiel an. Ich glaube, das sind so die Ärzte, die von allen irgendwie immer belächelt werden. Ich sage immer, weil die alles können, aber nicht so richtig. Also sie sind irgendwie in allem gut, aber in keiner Sache so richtig gut. Ich würde aber eigentlich eher sagen, dass das genau das ist, was wir viel mehr brauchen. Weil wir brauchen eigentlich viel mehr Leute, die dieses große Ganze verstehen und nicht die in jeder einzelnen Spezifikation dann gut sind. Weil dieses große Ganze ist ja das, warum diese chronischen Erkrankungen einfach immer mehr werden. Weil wir uns mit diesem großen ganzen Verständnis, wie die Systeme sich aufeinander auswirken, damit befassen wir uns ja gar nicht. Weil wir einfach so eine facharztorientierte Medizin haben, die ja auch wieder gut ist. Ne? Aber du merkst, dass das irgendwie so alles ineinander verworren. Und ich glaube, das System ist schon so diese Number One-Geschichte. Ja. Ja, ist ja auch die Frage, ob man dieses System, wie du schon gesagt hast, ne, ob man das überhaupt ändern muss, weil es ja schon in vielen Punkten halt gut ist. Vielleicht gibt es innerhalb dieses Systems noch Sachen, die man optimieren muss. Die Frage ist halt, wie geht man jetzt vor, wenn man diese chronischen Krankheiten ja mehr in den Griff bekommen will? Ne? Muss man dann quasi ein paralleles System aufbauen, ne, was dann irgendwann miteinander Verflechtungen hat? Muss das aus dem alten System heraus entstehen? Das hast du gerade gesagt, finde ich so schwierig und das stimme ich dir auch zu, weil das einfach auch unter ganz anderen Kriterien arbeitet. Ne? Da geht es ja quasi darum, wie kann ich in kürzester Zeit möglichst den schlimmsten Fall verhindern? Und im Bereich der Regenerationsmedizin geht es ja darum, wie kann ich auch das, was über längere Zeit passiert ist, braucht meistens auch ein bisschen länger, damit man sie wieder wegkriegt. Ne? Und diese Zeit ist in dem im schulmedizinischen Bereich, akutmedizinischen Bereich einfach nicht vorhanden. Also ich glaube, ein Faktor, den man auf jeden Fall benennen kann, ist ja Zeit. Ne? Und dann ist die Frage, wie kann man im regenerationsmedizinischen Teil, den man dann aufbauen will, obwohl man mehr Zeit braucht, das trotzdem effizient gestalten. Ich glaube, es ist eine andere Herangehensweise, also eine andere Art Effizienz, die man aufbauen muss in dem System. Oder wie siehst du das? Klar, ja. Also ich meine, das Ziel ist ja auch ein vollkommen anderes. Es wäre ja auch wahnsinnig irgendwie, wie Albert Einstein gesagt hat, irgendwie immer das Gleiche zu machen und zu erwarten, dass das Ergebnis ein anderes ist. Von daher, wenn wir ein anderes Problem haben, müssen wir natürlich irgendwie auch komplett anders da herangehen. Bin ich absolut bei dir. Und ich glaube auch nicht, dass das ein Problem ist, dass wir dieses System haben. Ich denke eher, dass das eine große Chance ist, was zu verändern, weil es diese Alternativsparte so richtig ja noch nicht gibt. Es wird ja immer größer, auch das, ich sage es mal, das Bewusstsein von den Endverbrauchern, also von den Menschen, die es wirklich brauchen, wird ja auch immer größer. Wenn du vor 10 Jahren irgendwo Low Carb eingegeben hättest, hätten die Leute schräg angeguckt und hätten überhaupt nicht gewusst, wovon du sprichst. Von daher, ich denke schon, klar, dieser Zeitfaktor ist eine Riesenrolle und so eine Alternativsparte oder etwas Paralleles aufzubauen, ist natürlich das, was Sinn macht, weil du kannst in diesem, sei es jetzt im Krankenhausalltag oder auch in einem ganz normalen Praxisalltag, du kannst das ja nicht bewerkstelligen, das geht ja nicht. Und das ist, ich glaube, dass die Leute, weil es wird ja sehr viel immer darüber geschimpft, dass die Ärzte sich irgendwie zu wenig Zeit nehmen und alles. Aber man muss das natürlich, wenn man das von der anderen Seite aus betrachtet, es gibt auch sehr viele Menschen, die einfach zum Arzt gehen wollen und sagen wollen, ich will mich mit der Thematik anstellen, ich will einfach nur eine Tablette nehmen und dann ist das Problem beseitigt gefühlt. Ja. Und ich denke, die Menschen, die sich mit diesem chronischen Ansatz oder mit der Regenerationsmedizin beschäftigen wollen, die müssen auch eine andere Herangehensweise fördern wollen. Und das ist natürlich, muss man dann auch ganz klar sagen, hat auch wieder was mit Geld zu tun. Ne? Weil klar, wenn du sagst, du hast jemanden mit extrem vielen chronischen Erkrankungen, wo du gar nicht mehr weißt, die überlagern sich alle und wir reden so vom Autoimmunthema irgendwo und du musst herausfinden, womit hat es begonnen, damit du anfangen kannst, von hinten quasi aufzuräumen, damit die Probleme weniger werden. Das kann schon mal ein paar Monate oder auch mal ein Jahr dauern, ne? Und das ist dann halt immer die Frage, wie groß ist das Problem von den Menschen, wie sehr wollen sie es und wie bereit sind sie auch dafür. Weil selbst wenn du dir ein Jahr Zeit nimmst und du sagst, hey, wir machen jetzt jede Woche 2 Stunden, die Leute sind aber natürlich nicht bereit, irgendwie sonderlich viel zu ändern, dann ist das, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig. Ja. Das ist ja auch das Spannende ist ja, das, was du auch gerade gesagt hast, ne? Vor 10 Jahren hat sich darüber keiner Gedanken gemacht. Ich glaube, es wächst ja parallel. Also das Bedürfnis, im Prinzip die Nachfrage und das Angebot entwickelt sich ja irgendwie parallel. Klar. Ne? Also du hast halt
Leute, die dann merken, okay, also mit der chronischen Geschichte, das wird immer schlimmer. Ich will aber nicht, dass es immer schlimmer wird. Es gibt aber auch noch gar keine Lösung. Und aus diesem Bedürfnis heraus kommen ja dann auch Leute wie wir und denken sich dann, ja, dann muss man dafür halt auch ein Angebot schaffen, ne? Und möglichst eins, was erstmal effektiv ist, aber was am Ende ja auch effizient ist, ne? Das heißt, mit so einer Idee der Regenerationsmedizin will man ja im Zweifel nachher allen chronisch Erkrankten ja in irgendeiner Form auch helfen können. Ja, also wenn wir die ja auch mitnehmen und auf den richtigen Weg bringen. Was wären so, wie würdest du denn so eine, die Regenerationsmedizin, so wie wir es jetzt nennen, oder man kann es ja auch anders nennen, wie wäre deine Herangehensweise im Optimalfall? Also wie würdest du die so, sagen wir mal, positionieren auf dem Markt? Weil wenn man, es gibt ja schon Sachen, Leute, die sich damit beschäftigen, wenn man jetzt Heilpraktiker nimmt, ne, die, wo man aber oft das Gefühl hat, dass es nicht so seriös wirkt, ne, in irgendeiner Form. Gibt es ja schon. Ne? Es gibt ja auch, sagen wir mal, in anderen Kulturen Ansätze, die auch auf jeden Fall funktionieren, ne? Die man aber ja nicht auf unsere Gesellschaft einfach so eins zu eins übertragen kann, weil dann wird es keiner verstehen. Was wäre so deine Herangehensweise oder deine Idee für, wie man es auch, sagen wir mal, in die westliche Kultur, in der wir leben, integrieren kann, sodass jeder auch den Nutzen erkennen kann? Was meinst du jetzt genau mit integrieren? Ja, sagen wir mal so, jetzt aktuell ist es ja noch sehr klein. Man könnte ja jetzt hingehen. Ach so, sagen, wie man es. Genau, wie kann man es implementieren, ja. in unsere Gesellschaft? Das ist eigentlich gar nicht mehr, wie du sagst, dass sich jetzt keiner mehr denkt, ja, worüber reden die denn überhaupt? Mhm. Sondern, ja, ist ja klar, das ist Regenerationsmedizin. Und da ist mein Anknüpfungspunkt, warum ich weiß, dass ich da genau richtig bin. Ja, also ist eine gute Frage. Habe ich mir jetzt so im Detail noch nicht hundertprozentig Gedanken darüber gemacht. Klar ist, das Finanzielle spielt natürlich eine Riesenrolle. Aber ich glaube einfach, was es braucht, ist viel mehr Dinge wie dieses Zentrum hier, wie das Mojo-Institut. Das ist ja auch, glaube ich, genau das, warum Menschen wie wir sich in diesem Gesundheitssystem zurechtgefunden haben und sich auch nicht hinsetzen und sagen so, hey, ich bin der, ich kann alles, sondern du brauchst ein Team von Leuten, wo jeder mitarbeiten möchte, jeder irgendwie zwar vom großen gesamten Kuchen was versteht, aber trotzdem jeder in seiner Sparte schon so ein bisschen der Fachmann ist. Und davon brauchst du einfach viel mehr, weil ich meine, wenn man sich mal dieses Regenerationsmedizin-Thema anschaut, glaube ich, gibt es das schon lange. Aber das spielte dann bei Leistungssportlern eher eine Rolle, weil die waren, die für sowas empfänglich waren. Weil die sagen wollten, ey, ich will meine Leistung jetzt von 100 auf 115% steigern. Und vom Prinzip ist es ja eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, ist es ja nichts anderes, ob ein Leistungssportler sagt, ich will meinen Diskus einen Meter weiter werfen. Oder du nimmst eine 80-jährige ältere Dame, die ein Glas Wasser aus einem höheren Fach rausheben kann und die Stufen in ihre dritte Etagenwohnung wieder problemlos bewältigen kann, ohne 6-mal Pause zu machen, weil sie Atemnot kriegt. Vom Prinzip her geht es ja bei beiden Dingen um Leistungssteigerung. Das Einzige oder die Frage ist natürlich, wie man das finanziell bewerkstelligt, weil der Leistungssportler ist natürlich jemand, der schon lange ein Bewusstsein für seine Gesundheit hat und auch sagt so, hey, ich bin bereit, dafür Geld auszugeben. Bei älteren Leuten ist das natürlich schwierig. Sei jetzt mal dahingestellt, wenn man 80 oder 90 ist, wie viel Sinn das dann noch macht, wenn man sein Leben gelebt hat. Aber das ist ja so das Ding, diese chronischen Erkrankungen kommen ja jetzt nicht mehr mit 80, 90, sondern schon mit 25 oder sowas. Ja. Ist eine gute Frage. Ich denke, es wird auf jeden Fall irgendeine finanzielle Alternative dafür geben müssen, weil, wie wir eben schon gesagt haben, wenn du dich 6 Monate mit jemandem beschäftigst, macht es natürlich eigentlich keinen Sinn zu sagen, hey, ich rechne jetzt jede Stunde ab zum Beispiel. Weil, sind wir ganz ehrlich, wenn das Problem einer chronischen Erkrankung besteht, ich meine, ist ja gar nicht richtig definiert, wie eine chronische Erkrankung ist, ja, aber wenn man sich so diese Autoimmungeschehen anschaut, sollte man das Ganze ja schon auf der Basis von Medizin machen. Du hast ja gerade eben dieses Heilpraktiker-Dasein angesprochen. Das wird ja immer sehr belächelt, weil ich schon glaube, dass die einen sehr guten Ansatz auch haben, ja, viel mit Blutwerten machen und auch sehr ganzheitlich denken. Die haben natürlich schon nochmal ein anderes Standing, ne, bin ich total bei dir. Ich würde das aber per se nicht schlecht machen oder sagen, das sind Scharlatane oder irgendwie sowas in der Richtung. Auch da gibt es sicher Leute, die ihr Handwerk nicht verstanden haben, so wie bei Ärzten aber genauso. Und ich glaube, wenn man versuchen will, dieses Thema Regenerationsmedizin und den Pack an von chronischen Erkrankungen greifbarer für die Menschen zu machen, ist es, glaube ich, wesentlich sinnvoller, wenn man anfängt zu versuchen, zumindest auch wenn es sehr schwierig ist. Man darf das natürlich nicht unter diesem Heilversprechen machen,
aber dass man anfängt, Ziele zu verkaufen. Also, dass man darüber spricht, weil schaut man sich an, wie das in der Medizin gemacht wird, es dreht sich ja alles um das Problem. Also, ne, die Leute gehen zum Arzt, weil es ihnen schlecht geht. Die Leute gehen zum Arzt, weil sie sich einen Oberarm gebrochen haben. Dreht sich ja alles um das Problem. Und ich glaube, wenn man den Fokus von diesem Problem mal wegnimmt und darauf hinpackt, und das sagt der Name Regeneration, das ist ja nicht so Problembehandlungsmedizin, könnte man es ja auch nennen. Wäre ja quasi das Gleiche, nur hört sich wesentlich beschissener an, könnte man sagen. Ja? Und ich glaube, wenn man sich so dieses regenerationsmedizinische Thema anschaut, macht es Sinn, den Fokus eher auf das, was nach der Behandlung steht, zu legen. Also wieder auf dieses Ganzheitliche, auf das Gesundheit oder auf die Gesundheit, die dann wieder steht. Auf das, was vielleicht vor dieser chronischen Erkrankung schon mal stand. Aber es muss natürlich irgendeine Art von Konzept geben, wie man das Ganze vielleicht auf 6 Monate oder auf 9 Monate oder auf ein Jahr packt, wo verschiedene Konzepte eine Rolle spielen, von Bewegung über Ernährung, über Blutparameter, über optimale Supplementierung, über Schlaf. Das heißt, das sind ja ganz viele Dinge, über die man sprechen muss. Und natürlich brauchst du dafür einfach Zeit. Ja, aber die Frage haben wir uns auch in letzter Zeit jetzt häufiger gestellt. Wie kann man denn, also der erste Schritt ist ja überhaupt ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Ne? Das heißt, Education und einen Anknüpfungspunkt zu bieten, den die Leute hier auch gewohnt sind. Ne? Das heißt, das muss natürlich auch die wissenschaftliche Grundlage dafür da sein. Das kommt ja auch immer mehr, dass die einzelnen Bausteine, die wir in der Regenerationsmedizin haben, auch wissenschaftlich nachgewiesen positive Effekte haben. Da fehlt dann noch so ein bisschen natürlich die Zusammenstellung, dass man, sagen wir mal, die Effekte kumulieren kann zwischen den einzelnen Bereichen. Aber wie kann man dann, ne, über diesen Schritt der Education hinaus das natürlich auch zugänglich machen für möglichst viele Menschen? Weil wenn wir jetzt davon ausgehen, dass immer eine 1-zu-1-Betreuung notwendig wäre, über einen Zeitraum von einem Jahr, dann wissen wir halt auch, okay, da muss es ziemlich viele Menschen geben, die auch auf dieser Seite der Therapeuten oder Mediziner steht, weil sonst kann man nicht genug Patienten damit versorgen. Ne? Mhm. Das heißt, wie kann man, was kann man als, ja, sagen wir mal, Idee oder Systeme nutzen, um eben das auch einfach für mehr Leute zugänglich zu machen? Ich meine, ich weiß von dir, du bist viel im Social-Media-Bereich unterwegs. Man kennt auch viele, Lifestyle wird ja sehr auch darüber verkauft. Also jetzt darum, dass man es für eine große Masse zugänglich machen kann und trotzdem halt einen guten Mehrwert liefert. Ich denke, das kann halt auch wäre eine Idee, zu sagen, okay, wie kann man das für mehrere Leute zugänglich machen? Ja, jetzt verstehe ich auch, in welche Richtung du wolltest, ja. Bin ich total bei dir. Also ich finde dieses ganze Online-Thema eine mega, mega spannende Sache. Weil ich bin total bei dir. Wie soll man das machen, wenn der Anteil von chronisch erkrankten Menschen immer größer wird? Dann brauchst du auch immer mehr Therapeuten. Nicht nur Therapeuten, die vor Ort sind, sondern auch die sich mit dem Thema auskennen. Da kommen wir dann zum nächsten Punkt letzten Endes. Aber vom Prinzip her, wir wissen ja beide, dass egal von welcher chronischen Erkrankung wir sprechen, dass eigentlich die Basis, egal worum es geht, immer die gleiche ist. Das heißt, gucke ich mir Hashimoto an, gucke ich mir Bluthochdruck an, gucke ich mir teilweise neurodegenerative Erkrankungen an. Man weiß, dass so 60%, 70%, 80% die Basis schon, ich will jetzt nicht sagen, beheben würde, aber in ein wesentlich besseres Licht rücken würde. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum soll man solchen Leuten die Basis nicht zum Beispiel abfilmen und sich hinsetzen und sagen, hey, guck mal, ich erzähle dir innerhalb von einem Videokurs, der, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Stunden geht, die Basis, weil ich habe mich hingesetzt, ich habe mich mit der Thematik auseinandergesetzt und ich weiß, wie man das online gut rüberbringt. Du kannst dir das flexibel zu Hause anschauen, dann, wenn es für dich gut passt. Gerade in der jetzigen Pandemiesituation, in der wir uns da befinden, ist so dieses 1-zu-1 sowieso schwierig oder in Gruppen ja noch schwieriger. Spricht da nichts dagegen. Wenn man das Ganze kombiniert mit einer individuellen Geschichte, sei es jetzt zum Beispiel in der jetzigen Situation mit Live-Telefonaten, weil auch chronisches Erkrankungsthema ist ja wieder nicht, ich fasse was an, ich operiere was oder irgendwas, sondern es ist viel bei demjenigen in seinem Lifestyle zu changen, also zu verändern. Und das könnte man theoretisch ja auch online machen. Ja? Natürlich hat das auch wieder sehr viel damit zu tun, was die Leute für ein Alter haben, muss man ja auch ehrlich sagen, weil ich glaube, so eine ältere Generation von 70 wirst du jetzt schwierig vor Zoom oder vor Instagram kriegen. Aber ich finde das definitiv
Und das merkt man ja auch. Ich weiß nicht, wie lange das schon so ist, aber so seit 2, 3 Jahren oder irgendwie so, werden diese Online-Kurse, Online-Trainings und Co. ja immer populärer, weil es auch einfacher ist. Es ist günstiger für die Leute. Es ist günstig, weil Therapeuten oder Menschen, die eine Dienstleistung haben, müssen nicht immer das Gleiche erzählen, ja, sondern nehmen das einmal auf. Die Leute können es sich angucken, zur Verfügung gestellt haben sie es dann. Und letzten Endes, wenn das individualisiert wird durch eine Betreuung, finde ich an und für sich, gibt es eigentlich nichts Besseres. Und auch dieses Social-Media-Thema, das hast du ja eben angesprochen, das wird ja immer noch so sehr belächelt. Und gerade Instagram und Co. für Medizin und für Ärzte, das wird immer noch, also bei mir war das in der ersten Woche im Krankenhaus in der Unfallchirurgie so, haben sie mich gut ausgelacht für Instagram und fanden sie irgendwie total lustig. Sowas macht man doch nicht als Arzt. Ja? Und ich meinte immer, hey, das ist eine super Methode, vielen Menschen kostenlos und einfach Wissen über Gesundheit zu vermitteln. Also warum soll man auch als Mensch in der Gesundheitsbranche, sei es Arzt oder Therapeut, Physiotherapeut, Osteopath, warum soll man sich so eine Plattform nicht zunutze machen, um Menschen zu helfen? Weil das ist ja das, was wir eigentlich alle machen wollen. Ja, das ist, glaube ich, wenn man das dann noch kombiniert mit eben harten wissenschaftlichen Fakten, dass man halt auch sagen kann, okay, pass Klar. auf, das ist so und ich erzähle jetzt keinen Blödsinn, wie es sonst auch viel gemacht wird, natürlich über dieses Medium Ja, auch, ist auch klar, das ist natürlich schwierig, das stimmt. dass man sich da halt abgrenzen kann, dann sehe ich das auch so, dass das einfach eine gute Möglichkeit ist, die Idee, worum es ja auch erstmal geht, ne, einfach größer zu machen und eben die Leute überhaupt mit Informationen zu versorgen, die aktuell ja halt, ne, es weiß jeder, wie ein Ablauf im Krankenhaus ist. Da kannst du einen Fünfjährigen fragen wahrscheinlich, der war mal Klar. mit seiner Mama bei der Oma und Opa im Krankenhaus, der weiß ja jeder schon, hat einen Eindruck davon. Ne? Ja. Aber es ist So. eigentlich, finde ich, ist es abstrus, weil du gerade sagst, durch wissenschaftliche Fakten unterlegen, bin ich absolut bei dir, weil theoretisch fast jede Information kann man sich mittlerweile irgendwo kostenlos aus dem Internet rausziehen. Nur gibt es dann zu einem Thema 7 Millionen verschiedene Informationen und du weißt ja nicht, welche sind jetzt die 3 Facts, die dich weiterbringen. Und deswegen ist es, finde ich, so abstrus eigentlich, dass es so belächelt wird, dass Ärzte bei Social Media oder so sind. Weil wenn du in so einem Bereich irgendwem vertraust und wenn du von irgendwem dir Informationen holen willst im Gesundheitsbereich, dann wäre es ja an und für sich von Ärzten oder von Menschen, die sich in diesem Gesundheitsbereich damit auseinandergesetzt haben, eine fundierte Ausbildung gemacht haben, ein Studium absolviert haben, die also auch wissen, wie man wissenschaftlich arbeitet und jetzt nicht irgendwie so der dritte Fitnessexperte, der sich vor 3 Monaten angefangen hat, mit dem Thema zu beschäftigen. Aber trotzdem wird es irgendwie belächelt. Ja, aber ich glaube eher so von ich glaube, Ärzte belächeln andere Ärzte, wenn es um dieses Social Media geht, weil ich kriege eigentlich fast nur positives Feedback, zumindest von Menschen, die dann irgendwelche Stories gucken, auf irgendwelche Bilder antworten. Ich bin jetzt aber nicht so derjenige, der jetzt irgendwelche Posing-Bilder da ins Internet stellt, sondern gerade findest du dieses Bilderposten, finde ich eigentlich ja schwierig. Ich erzähle eigentlich viel lieber was. Aber du wirst halt dann auch wieder gehemmt durch diesen Algorithmus von Instagram und von diesen ganzen Social Media Plattformen. Und das ist, muss man ehrlich sagen, eigentlich nochmal irgendwie so ein Studium für sich, so was man irgendwie absolvieren muss, damit man überhaupt die Möglichkeit bekommt, dass das viele Menschen sehen. Ja, wir sind ja auch, glaube ich, aktuell an einem Punkt, wo man einfach auf diese Plattform zurückgreift. Ich meine, man könnte ja auch darüber nachdenken, eben für diesen Bereich halt eigene Plattformen zu bilden, ne? Also, warum soll das nicht generell eine Möglichkeit sein, einfach ich sag mal, eine Plattform zu bilden, die nur dafür genutzt wird? Gar nicht ne? Wenn man eine Plattform bildet für chronische Krankheiten, dann wird es genug Leute geben, die das interessiert. So. Ja, Klar. und dann aktuell ist man halt, nimmt man halt das, was da ist, ne, weil man sich ja überhaupt erstmal mit dem Aufbau der Regenerationsmedizin an sich beschäftigen muss und dann jetzt keine Kapazitäten jetzt für so eine Plattform hat. Aber an sich spricht ja nichts dagegen, einfach diesen Weg, warum das denn auch gut funktioniert, an viele Leute ranzukommen, einfach die Technik, die dahinter steht, zu nutzen, um eben den Bereich einfach zu pushen. Ne? Das tun wir ja gerade. Ja, genau. Theoretisch eigentlich, Theoretisch, ne? ja. Ist noch eine sehr Theoretisch tun kleine wir es Plattform, ja. aber die kann natürlich auch Ah, gerne aber wachsen. besser klein als gar nicht, Ja. ne? Das stimmt schon, klar. Ich habe gerade drüber nachgedacht, wenn du jetzt, du hast eben schon mal, ja, Bluthochdruck haben wir eben schon mal genannt, das können wir ja auch gut als Beispiel nehmen. Jemand hat Bluthochdruck und geht jetzt, der klassische Weg ist, er geht ja jetzt erstmal zum normalen Arzt. So, was wäre deine Wunschvorstellung, sagen wir mal, wie ein jemand, der einen Bluthochdruck hat,
wie man dem am besten helfen kann. Weil es gibt ja sicher auch kurzfristige Sachen, wo Medikamente durchaus Sinn machen. Es kann auch einfach der erste Anlaufpunkt sein, um dann woanders hin vermittelt zu werden. Wie wäre so das, was, wie würdest du dir anhand dieses Beispiels eine Behandlung von so einer chronischen Krankheit vorstellen? Das ist eine gute Frage. Ja, das ist eine schwierige Frage tatsächlich, weil ich glaube, es gibt da nicht so die eine perfekte Möglichkeit. Es gibt da ja wahrscheinlich ganz viele Wege, die nach Rom führen. Die Frage ist ja auch, wo derjenige gerade steht. Du kannst ja vom Prinzip her nicht mit jedem irgendwie das Schema A oder Schema B durchfahren. Ich glaube, was schon mal ein Riesenvorteil wäre, ist, dass wenn man mehr als 6 Minuten Zeit für den Menschen hätte, um mit ihm zu sprechen, weil wenn wir jetzt beim Thema Bluthochdruck bleiben, es gibt natürlich ein paar Aspekte, wo kurze medikamentöse Therapie hilft, aber wenn ich langfristig einen erhöhten Blutdruck habe, sprich so spätestens nach 6 Monaten oder nach einem Jahr, sollte dann theoretisch eigentlich die Kaskade in Gang gesetzt werden, dass man sich darüber nach oder dass man anfängt, sich darüber Gedanken zu machen als Mediziner mit dem Patienten selber, was könnte man optimieren. Das Einfachste, und das ist bei sehr, sehr, sehr vielen Menschen, ich wollte schon sagen, bei fast allen so, aber so ist es natürlich nicht, ist Übergewicht zum Beispiel. Ja, das heißt, wenn man ein Konstrukt hätte aus 4, 5 verschiedenen Therapeuten, also nicht nur der Arzt ist, der im Vordergrund sitzt, sondern vielleicht 3, 4 andere Menschen im Hintergrund hat, wie ein Physiotherapeuten, ein Ernährungscoach oder irgendwas, könnte man zum Beispiel sagen, hey, ich habe jetzt mit Elfrieda gesprochen gerade hier und der Bluthochdruck besteht seit 6 Monaten. Wir haben den zwar gut eingestellt für den Anfang, weil wir nicht wollen, dass langfristige größere Probleme an den Gefäßen, an den Füßen oder an der Niere auftreten. Mir wäre jetzt aber wichtig, dass ihr langfristig dafür sorgt, dass sie ihr Leben besser in den Griff kriegt, weiß, wie sie sich ernähren soll, sodass man versucht, das Ganze zum Beispiel für 5, 6 Monate zu optimieren und dann einen Versuch macht, die Medikamente wieder langsam auszuschleichen. Dass man also so innerhalb von einem Jahr es schafft, zwar am Anfang schulmedizinisch gegen langfristige Probleme zu arbeiten, aber trotzdem eine Betreuung für 6 Monate hat, wo ihr die Dinge erklärt werden und vor allem auch jemand mal erklären, aber jetzt nicht medizinisch erklären, sondern ganz einfach anhand von Metaphern oder irgendwas zu erklären, was ist denn Bluthochdruck überhaupt? Weil ganz viele Leute rennen rum und denken, ja, ich habe Bluthochdruck, das ist halt ein Hochdruck, das ist ja nicht so schlimm, ja. Das ist schon schlimm und das ist auch eine ziemlich suboptimale Geschichte, so für den restlichen Körper. Und ich glaube, wenn die Leute ein Verständnis dafür haben, was sie haben oder warum sie diese Problematik haben und sich mit dem Thema beschäftigen und das einfach überhaupt erstmal dargestellt kriegen, weil wie willst du in 6 Minuten herausfinden, was jemand hat, ihm erklären, was er hat, sodass er es versteht, eine Therapie einleiten in 6 Minuten, das ist ja so utopisch, geht ja gar nicht, ja. Und dafür brauchst du aber Manpower. Das heißt, du brauchst schon 4, 5 Leute und wahrscheinlich eine Zeit von 6 Monaten bis 12 Monaten, irgendwie sowas. Und dann müsste man verschiedene Kaskaden durchlaufen. Ja, das heißt, das eine ist ja dann so dieses strukturelle Thema, ne? Also wie kann man eine Vernetzung eben von diesen verschiedenen Therapeuten in ein Konstrukt bringen, sodass man da möglichst auch voneinander profitieren kann. Ich meine, dafür muss von beiden Seiten erstmal das Verständnis da sein, warum es wertvoll ist, dass beide Seiten daran beteiligt sind. Das ist ja auch noch ein schwieriges Thema. Und das andere ist ja dann so diese inhaltliche Ebene, wie man es halt einfach größer und leichter verständlich macht. Weil ich glaube, oft scheitert halt auch die Schulmedizin daran, dass es halt viel zu kompliziert ist. Einfach gesehen an Arztberichten, wenn die jetzt, wird halt nicht... Also der Arztbericht wird geschrieben für einen anderen Arzt, wird nicht geschrieben für den Patienten. So. Das ist richtig. Er kann daraus ja keine Handlungen für sich ableiten. Ich glaube, das finde ich immer schwierig, weil egal über welchen medizinischen Bereich wir jetzt reden, ich glaube, am Ende muss es noch viel mehr Richtung dem Patienten gehen, dass der auch einfach versteht, was er damit machen soll. So. Den dürfte aber dann nicht der Arzt schreiben. Es könnte auch sein, vielleicht müsste es auch einfach 2 geben, den normalen Arztbericht, der für einen anderen Arzt gehalten wird. Weil das ist ja so, ich finde, das ist immer so die Frage. Da sind mir jetzt 2 Sachen eingefallen, weil ich glaube, Ärzte können gut Arztbriefe schreiben, weil der andere Arzt erstmal versteht, was der erste Arzt damit meinte. Ich glaube, ein normaler Arzt, ohne jetzt irgendwen unter einen Kamm scheren zu wollen, könnte gar keinen Patientenbrief schreiben, weil ich mir nicht sicher genug bin, ob er das vielleicht so erklären könnte, weil er es nie gelernt hat, weil er es ja immer nur kompliziert gelernt hat. Ja? Und
ich mir auch gar nicht sicher bin, ob er bei Punkten wie Ernährung und Co. überhaupt wüsste, was er schreiben sollte. Weil du kannst ja schlecht in so einen Brief reinschreiben, gesunde Ernährung. Da weiß ja trotzdem keiner, was damit gemeint ist. Ja. Und wenn du natürlich jemanden hast, das wäre zu diesem Konstrukt oder Konzept, könnte man noch sagen. Ich meinte ja, je nachdem, was für eine Person du hast, wenn du jetzt wieder einen 25-Jährigen hast oder eine 25-Jährige, wahrscheinlich ja, die Hashimoto hat, also Schilddrüse, der könntest du natürlich wieder sagen, hier, guck mal, ich schalte dich jetzt für System A frei. Du hast jetzt 7 Wochen Zeit, dir die Videos so und so anzugucken. Und in den Videos wird Hashimoto erklärt zum Beispiel. Könnte man auch machen. Wäre auch eine gute und einfache Möglichkeit, wofür du wieder weniger Manpower brauchen würdest. Ja. Wenn wir uns jetzt in den Patienten hineinversetzen, der eben Bluthochdruck oder Hashimoto oder so hat, ne? Wie kann man dem diesen Zugang denn so einfach wie möglich machen? Was wären deine Ideen, wie man einfach diesen, ne, die wissen, also im Zweifel braucht man ja überhaupt ein Jahr, bis man herausgefunden hat, wer einem überhaupt bei der Ursachenfindung von Hashimoto oder Bluthochdruck helfen kann. Das ist richtig. Was müsste sich ändern, damit das einfach klar wäre, wie der Ablauf ist? Weil das ist ja auch so, die Krankheit schreitet ja einfach voran, weil man ein Jahr braucht, bis man erst weiß, wo man überhaupt hingehen kann. Also man hat ja dann schon ein Jahr verschenkt, sagen wir mal. Ich wollte ja sagen, wenn du mit einem Jahr hinkommst. Ne? Ja. Ich glaube, ein großer Punkt, der dafür sehr hilfreich wäre, dass nicht jeder denken würde, er hat Ahnung von allem. Also wenn die Leute einfach mal zugeben würden, dass sie von gewissen Dingen keine Ahnung haben, weil es ist ein sehr schwieriges Thema. Du gehst zum Arzt und der kennt sich mit allem erstmal aus. Der macht und nach 4 Monaten merkst du, das hat irgendwie gar nichts gebracht. Dann gehst du zum nächsten, der macht und macht auch. Und dann merkst du, hast gar nichts gemacht. Und irgendwann bist du dann derjenige, der beim Heilpraktiker landet oder irgendwo anders, weil du halt so verzweifelt bist und überhaupt nicht mehr weißt, was sich geändert hat, beziehungsweise was mit dir passiert ist in den letzten Monaten. Und du warst bei 5 verschiedenen Ärzten, keiner konnte dir helfen. Ich glaube, ist natürlich auch wieder sehr modern gedacht, was wieder für viele Patientengruppen vielleicht nicht optimal wäre. Aber wenn es eine Art Datenbank oder irgendwas geben würde im Netz, oder sogar noch besser, wenn es irgendwann mal eine Zusatzqualifikation Regenerationsmedizin, funktionelle Medizin in Deutschland gäbe, dann würde man ja die Menschen erkennen direkt nach außen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und dann könnte man nach den Leuten googeln, ich meine, was machst du, wenn du Bauchprobleme hast? Dann googelst du Gastroenterologe oder irgendwie sowas und dann Bonn dahinter. Und wenn du Regenerationsmedizin, funktionelle Medizin, das ist halt das Problem. Es gibt halt noch so 40 Begriffe dafür und keiner weiß, wer welchen Begriff jetzt benutzt. Ja? Das wäre eine Möglichkeit. Die Alternative wäre, jeder von uns müsste viel mehr Werbung machen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Dann würden alle Leute dich viel mehr wahrnehmen und viel mehr sehen, wobei das halt immer so ein Thema ist. In diesem Gesundheitsbereich mit Werbung, erstens ist das gesetzlich ein bisschen schwierig. Du kannst in Deutschland ja nicht so richtig vorher und nachher Vergleich medizinisch machen. Dieses Heilversprechen darfst du auch nicht geben, ja. Ist ein schwieriges Thema, aber ich denke, es muss irgendwie sowas von beidem sein oder eine Kombination aus all diesen Dingen sein. Die Leute müssten offen und ehrlich zugeben, dass sie von gewissen Dingen keine Ahnung haben. Und es müsste überhaupt auch erstmal weil sind wir ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt ins Krankenhaus hinstelle und ich will da irgendwie was von gesunder Ernährung erzählen, da nimmt mich 90% der Leute nehmen mich auch nicht ernst, ja. Und die würden mich ernst nehmen, wenn die mich nicht kennen würden, vielleicht. Aber es ist so, dass die meisten Ärzte denken, sie haben halt den Heiligen Gral gefunden und sie haben das studiert und deswegen wissen sie, was das ist alles. Ja. Und ich glaube, wenn sich dieser Grundgedankengang von den meisten Menschen, nicht nur Ärzten, sondern allen Leuten im Gesundheitsbereich ändern würde und alle einfach ein bisschen sozialer und loyaler wären und sich alle auch mehr vernetzen würden, dann wäre das in Deutschland wesentlich einfacher. Und natürlich, wie gesagt, diese fachspezifische Weiterbildung oder irgendwas in dem Bereich. Oder wenn man es schaffen würde, eine Gesundheitsausbildung zum Standard zu machen in Deutschland, irgendwie sowas. Und man könnte dann explizit nach Menschen in dem Bereich suchen, weil sind wir ganz ehrlich, wenn wir uns weiterbilden wollen, machen wir ja nichts anderes. Wir suchen ja auch ein halbes Jahr nach Leuten, wo wir uns weiterbilden können. Und das ist ja auch schon schwer teilweise, weil du eben nicht so dieses 0815-Ding haben willst. Und ich glaube, gerade die Menschen, die
in einem Bereich besonders gut sind, die haben vielleicht nicht unbedingt die Zeit, sich mit diesem Thema Marketing und Werbung und Co. noch auseinanderzusetzen. Es sei denn, man hat natürlich jemanden, der das dann für einen macht. Ja. Aber ich denke irgendwie so, aus jedem dieser Sachen, die ich gerade genannt habe, wenn man daraus ein bisschen nehmen würde, würde es schon wesentlich einfacher werden. Ja, das finde ich auch. Also man sieht ja das, was so Lifestyle- und Fitnessprodukte halt wirklich gut machen, ist halt Marketing, ne? So, also der muss ja noch nicht mal irgendwie inhaltlich was. So, da sind die halt richtig gut. So, warum soll man sich nicht das, was dahinter steckt, einfach nehmen und das auf wirklich hochwertige, fachlich gut qualifizierte Leute übertragen, ne? Also, und dafür finde ich genau wichtig, also muss halt das Bewusstsein muss halt dazu da sein, und da kommen wir eigentlich wieder so ein bisschen zum Anfang zurück, ne? Dass das einfach in der medizinischen Ausbildung einfach auch ein Teil davon sein muss, ne? Unabhängig davon, ob du jetzt das nachher machen möchtest oder ob du lieber in der akutmedizinischen Bereich bist, aber dass einfach auch von der Seite das Verständnis da ist, was denn überhaupt gesunde Ernährung bedeutet oder wie ich durch Schlaf überhaupt generell meine Leistungsfähigkeit erhöhen kann, auch wenn ich das dann nachher in Notfallsituationen oder im Krankenhaus halt einfach nicht anwende, weil mich das mehr interessiert. Aber in der Allgemeinmedizin halt genau, würdest du es ja anwenden, ja, vielleicht ja. Im Traumfall oder im optimalsten Fall. Ne? Aber ja, und ich glaube, dass das denken halt viele, viele Menschen, dass das in dem Studium Humanmedizin, dass das da eine Rolle spielt. Ja. Aber ich kann dir sagen, im gesamten Studium von 6, 7 Jahren habe ich das Wort Ernährung vielleicht 3-mal gehört. Aber auch nur das Wort Ernährung. Ja. Nicht, dass ich dann erfahren hätte, was Ernährung überhaupt ist. Ja. Ja. Von daher ist dieses Bewusstsein natürlich, spielt schon eine enorme Rolle, klar. Ja, das ist im Prinzip, du müsstest halt auch einen Facharzt für Regenerationsmedizin oder so irgendwas in diese Richtung geben, ne? Dass man halt Man da einfach das... Genau, das meine ich. Ne? Funktionelle Medizin, Regenerationsmedizin, sowas müsste es geben. Aber schau dir mal an, es ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist völlig abstrus. Du kannst ja in der Schulmedizin kannst du so spezifische Fachweiterbildung machen, wie zum Beispiel Notfallmedizin. Notfallmedizin, du machst 2 Jahre, arbeitest du als Arzt, kannst danach Notfallmedizin machen. Ernährungsmedizin, da musst du erst 6 Jahre Facharzt sein, damit du das machen darfst. Ja, das ist, da frage ich mich auch, warum darfst du auf der Straße Menschen reanimieren und im absoluten Worst Case, im Notfallszenario, darfst du nach 2 Jahren, wenn du Arzt bist und auf der Intensivstation gearbeitet hast, darfst du das machen, wenn du einen Kurs dazu gemacht hast. Aber Ernährungsweisheiten oder Ernährungstipps geben, das darfst du eigentlich abrechnen und dich Ernährungsmediziner nennen, darfst du dann erst 6 Jahre später, wenn du einen Facharzt machen. Das ist eigentlich auch völlig abstrus, muss man erinnern. Ja, das sind viele Sachen, die man angehen kann. Wir sind ja viele von euch jetzt auch jetzt schon länger dabei hier. Wie immer wisst ihr ja, dass ihr Fragen stellen könnt. Also wenn irgendwas noch nicht angesprochen worden ist von uns beiden, weil wir nähern uns ja langsam auch dem Ende, da könnt ihr das natürlich jetzt noch gerne reinschießen. Ansonsten würde ich dich einfach jetzt fragen, was sind so deine nächsten Schritte in diesem Bereich? Und du hast ja gesagt, du bist jetzt fertig mit deinem Praktikum oder Jahrespraktikum. Steht jetzt die Abschlussprüfung noch an, die mündliche, in ein paar Wochen. Was sind so deine Ideen, wie du dieses Thema weiter verfolgen willst? Also wie du deinen Beitrag quasi dazu leisten möchtest, dass das immer mehr miteinander verwächst und einfach gute positive Effekte hat? Ich glaube, gerade in dem Bereich so ein bisschen der Weg, das Ziel irgendwie. Ja, man entwickelt sich da ja ständig, auch wenn man auf dem Weg ist, irgendwo weiter. Da neue Baustellen gehen auf oder neue, plötzlich ganz spannende Dinge, die man vor 3 Wochen noch nicht auf dem Schirm hatte, bilden sich. Ich habe vor 6 Monaten oder na, ich glaube, es ist schon ein bisschen länger jetzt, eine Akademie gegründet. Das heißt, ich bilde da Fitnesstrainer im Gesundheitsbereich aus. Ich habe vor 5 Wochen oder irgendwie sowas mit einer Kollegin zusammen, mit einer Psychologin, einen Podcast gegründet, um zu versuchen, da nochmal so ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen mehr Aufklärung zu leisten. Ich glaube, hättest du mich genau die gleiche Frage vor 4 Wochen in den Raum gestellt hier, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich glaube, ich will Anästhesie und Intensivmedizin machen. Jetzt würde ich sagen, ich mache das nicht. Ich glaube, mein Weg wird schon in etwas gehen, was es so definitiv noch nicht gibt. Weil ich auch einfach jemand bin, ich möchte irgendwo so einen Fußabdruck hinterlassen und ich möchte was verändern. Und ich glaube, in dem einzigen medizinischen Bereich, wenn du das wirklich mit diesem Konstrukt Schulmedizin verbinden willst, um zu sagen, du machst langfristig auch einen Facharzt, wirst du das irgendwie nur in der Allgemeinmedizin machen können. Und ich glaube, das in einer Kombination von, sagen wir, du machst 70-80% Allgemeinmedizin in der Praxis zum Beispiel, ich unterstütze euch hier zum Beispiel ein bisschen, mache mit dem Gerrit das ein oder andere Online-Produkt noch, was wir ja schon länger geplant haben.
Ich glaube, es wird eine Kombination aus mehreren Dingen sein, weil so dieses Ding, wo ich sagen würde, genau so würde ich das machen wollen. Ich weiß, wenn ich ehrlich bin, gar nicht, ob es das gibt. Ich bin jemand, ich brauche Abwechslung und deswegen fühle ich mich wesentlich wohler, wenn ich so verschiedene Dinge parallel mache, zwar auch zum Abschluss bringe, keine Frage. Aber ich glaube, mich nur in einem Gebiet auszulassen, da würde ich mich, ich will jetzt nicht sagen unterfordert, das hört sich immer ein bisschen arrogant an, das will ich damit aber nicht sagen. Ich möchte einfach auf vielen Hochzeiten so ein bisschen gleichzeitig tanzen. Und ich finde gerade die Kombination aus, mit Menschen zu arbeiten, die chronische Erkrankungen haben, aber auch Trainern zum Beispiel dabei zu helfen, sich im Gesundheitsbereich weiterzuentwickeln, solange wir noch keinen Facharzt für Gesundheit oder Regenerationsmedizin haben, spielt das definitiv eine Rolle. Und ich werde auf jeden Fall auch in die Lehre gehen. Das mache ich auch schon seit 2 Jahren, dass ich an der Fachhochschule unterrichte. Ich werde aber nächstes Jahr wahrscheinlich an der Uni Bonn in Allgemeinmedizin unterrichten. Das sind einfach Dinge, die ich auch sehr gerne mache, weil ich glaube, wenn wir in dem Bereich was verändern wollen, dann müssen wir das Wissen, was wir uns angeeignet haben, an andere Leute, die in dem Bereich wissbegierig sind, weitergeben. Und von daher ist so eine Kombination aus mit Menschen arbeiten und andere Menschen zu unterrichten, glaube ich, das, was mir auf jeden Fall die größte Freude bereitet. Ja, es ist auch, glaube ich, ja dann der Weg, der dazu führen kann, dass die Struktur einfach wächst. Ne? Klar. Also, die es ja aktuell noch nicht gibt, weil sonst könntest du einfach sagen, ich mache jetzt eben den Facharzt und dann arbeite ich da und dann ist es halt so, wie man sich halt sonst für einen anderen Bereich in dem System halt schon entschieden hat. Aber wenn es das System halt noch nicht gibt, muss man, glaube ich, an ganz vielen Ecken anfangen und das von klein auf wachsen lassen und daraus ergibt sich dann. Aber das ist ja auch schön, das, ne? Das meinte ich am Anfang mit einer Chance. Eigentlich macht es keinen Sinn, sich darauf zu fokussieren, was nicht gut läuft, sondern darauf zu fokussieren, was kann man besser machen. Ja. Ne? Das ist, und dadurch, dass es noch nicht gibt, können wir diejenigen sein, die das halt einfach machen. Ja, ja, und dann, wie gesagt, das hilft ja dann auch keinem, auf irgendwas anderes zu schimpfen, was es schon gibt. So, weil klar, wenn man was anders machen will, dann muss man das halt einfach machen. So, ja, absolut, bin ich bei dir. Genau. Ja, sehr gut. Vielen Dank, dass du heute da warst und dir die Zeit genommen hast bei deinem vollen Terminkalender. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, klar. Für euch, nächste Woche haben wir wieder ein Workshop-Wochenende anstehen. Und wir haben 4 3-stündige Workshops nächstes Wochenende. Wir fangen an am Samstagmorgen um 10, also von 10 bis 13 Uhr mit dem Workshop Atmung und Kälte mit Joshua und Ben. Und die werden euch einfach ein bisschen mitnehmen, einfach in ein Erlebnis von Kälte und Atmung, nämlich auch dahingehend, wie man denn auch in so Kältesituationen, die ja relativ extrem sind bei unserer minus 85 Grad Kältekammer, wie man darüber, über die Atmung das auch besser kontrollieren kann, wenn man in solche Extremsituationen sich denen aussetzt oder da reingerät. Und dass man einfach Tools hat, mit denen man seinen Körper und Geist auch kontrollieren kann. Und da ist Atmung halt ein ganz wichtiger Bestandteil. Und nachmittags ist dann die Jennifer Ari dran, die mit dem Workshop Emotionen sind Körpersache. Von 14 bis 17 Uhr. Auch da sind noch freie Plätze vorhanden. Und es gibt auch am Sonntag weitere 2 Workshops, nämlich mit Ben Grümer. Der ist den ganzen Tag für euch da. Morgens mit dem Thema Barfuß gehen und laufen. Und nachmittags mit dem Thema natürliches Bewegen. Da geht es dann um alle Sachen wie Krabbeln, Heben, Tragen, Klettern und wie man sich sonst noch natürlich bewegen kann. Das ist der Ben der Experte für. Wer da sich schon mal einen Einblick verschaffen will, kann auch auf seinen Instagram-Kanal gehen und wird da schon einige Impressionen finden, womit er sich so beschäftigt. Und wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr da zahlreich mit dabei seid. Auch Corona-technisch sollte das kein Problem sein. Viele Inhalte sollen draußen stattfinden. Ansonsten haben wir auch viel Fläche, wo ihr euch nicht unbedingt über den Weg laufen müsst. Von daher scheut euch nicht, da dabei zu sein. Es wird ein cooles Erlebnis. Und wir freuen uns, wenn ihr dann auch nächste Woche wieder hier dabei seid. Auch da wartet ein spannendes Thema. Da ist der Josh dran und spricht mit dem Martin Hemmen, der sich auch in dem Bereich Atmung sehr, sehr gut auskennt. Und ja, dann könnt ihr wieder einschalten, wieder dabei sein. Wir freuen uns, wenn ihr uns ein Feedback hinterlasst, per Mail, wie auch immer das machen möchtet, aber auch gerne uns weiterempfehlt und das Ganze einfach weiter wachsen lässt, damit eben diese Informationen, von denen wir eben gesprochen haben, auch möglichst viele Leute hören und das System der Regenerationsmedizin noch ein bisschen größer wird und irgendwann mal vielleicht in ein paar Jahrzehnten genauso gleichwertig neben der Akutmedizin steht und die beiden dann miteinander eben die bestmögliche Therapie bieten können für alle möglichen Erkrankungen, die es dann da bis dahin auch noch geben wird, vielleicht, die es noch gar nicht gibt. Gut, ansonsten, ich bedanke mich, wünsche euch einen schönen Sonntag und dann sehen wir uns nächste Woche.